Servus Leute, heute möchte ich euch den ersten Teil von Krieger des Lichts vorstellen. Ja, das ist dieses wunderschöne Buch und ich muss euch einfach nochmal dieses wunderschöne Cover zeigen, diese wunderschönen Cover, im Regal ziemlich heftig zusammen aussehen. Das ist nämlich hier das Wappen der Wächter. Und was das so ist, das erzähle ich euch jetzt gleich mal. Auf jeden Fall ist das hier der erste Teil, um den es heute gehen soll. Ja, und nachdem ich Jasmin Romana Welsch, die Autorin dieser wundervollen Bücher, in Leipzig auf der Buchmesse getroffen habe, lasse ich sie doch mal selber auch zu Wort kommen und ein bisschen über ihre Trilogie erzählen. Ich werde danach noch selbst ein bisschen drüber erzählen. Schaut's euch einfach mal an. Hallihallo, mein Name ist Jasmin Romana Welsch und ich habe die Krieger des Lichts Trilogie geschrieben. Krieger des Lichts ist Urban Fantasy, das heißt, es spielt hier in dieser Welt. Es geht um Engel, Dämonen, Motorräder, Schwerter. Es ist eine Mischung aus moderner Teenie-Welt und Fantasy, wobei die Reihen von Band 1 zu Band 3 etwas düsterer werden vom Erzählstil. Die Hauptprotagonistin heißt Mia. Wir begleiten Mia von ihrem 16. Lebensjahr, wo sie in die Ars Vivendi eintritt, bis zu ihrem finalen Kampf im dritten Band. Und ich hoffe, es ist sehr spannend und unterhält gut. Und ja, das war's. Ja. Und ihr habt bestimmt, ja, weil ich habe das vorher rangeschnitten, die Cover schon gesehen. Also ich denke mir jedenfalls, dass ich so mache. Und deswegen habt ihr die Cover schon gesehen. Und mir ging es am Donnerstag so, ich habe das Cover gesehen, habe mir durchgelesen, was hinten so draufsteht und mich sofort da, dann wusste ich, okay, Sonntag ist fällig. Und, ja. Ich hoffe, es unterhält auch gut. In die Kriege des Lichts geht es um die 16 Jahre alte Protagonistin Mia. Mia, 16 Jahre alt, wie gesagt, wächst bei ihrer Tante und dem Onkel auf, da ihre Mutter schon seit sehr vielen Jahren gestorben ist. Mia hat schon immer eine besondere Fähigkeit. Sie kann Gefühle anderer Menschen deuten. Wie und warum, das ist Mia nicht wirklich klar. Klar ist ihr nur, dass es ihr ganzes Leben ziemlich kompliziert macht, da sie oftmals von diesen Gefühlen, die sie von anderen Menschen auffängt, überwältigt ist und da nicht so ganz klar mit umgehen kann. Weiter kann Mia auch Auren fühlen, die Aura von anderen Menschen, beispielsweise fühlt sie manche eine Aura wie strahlenden Sonnenschein auf der Haut oder wie warmer Wind, der sie umweht, oder wie warmes beschützendes Wasser, das um sie herum fließt. So in etwa muss man sich das vorstellen. Ja, als sie nun 16 ist, muss sie feststellen, dass sie zu einer Wächterin erwacht. Das stellt sie fest, indem sie von
jemanden gerettet wird. Denn es ist so, dass wenn man zu einem Wächter, Wächterin erwacht, dass das auch Dämonen spüren, und so jagt Mia eine Chimäre, und ein anderer Wächter, der beschützt sie davor, und so wird ihr dann sozusagen das Geheimnis offenbart. Sie entscheidet sich dafür, auf die, ich glaube, Ars Vendi heißt die Schule, in der sie zu einer vollständigen Wächterin ausgebildet wird. Dort stellt sie fest, dass sie eben eine Wächterin ist und dass es auf dieser Welt böse Dämonen, Teufel, wie man das vielleicht nennen will, gibt. Allerdings gibt es auch gute Dämonen, bei denen sie feststellt, dass diese ihr sogar positiv zugetan sind, da sie wirklich sehr mögen. Allerdings stellt sie auch fest, dass es auch Engel und Erzengel gibt auf dieser Welt, und dass nicht nur Dämonen böse sein können, sondern eben auch Engel böse sein können. Also alles hat ein zweischneidiges Schwert. Ne? Sie muss auch feststellen, dass Lucifer nicht mehr die Hölle regiert und dass alles nicht so ist, wie es eigentlich scheint. Und dass sie sich auf einen Kampf vorbereiten muss. Es sind viele, viele Geheimnisse versteckt in dieser Geschichte, die hier auf euch zukommt. Es ist oft nicht so ganz klar. Es sind mehrere schöne Liebesgeschichten darin versteckt. Oftmals ist ja, so in vielen Büchern, vielen Geschichten ist so, du siehst den jungen Mann deine Träume und bist sofort verliebt und es ist sofort die große Liebe. So ist es hier auch, aber eben nicht nur. Das sind mehrere Kandidaten. Beim einen mehr, beim anderen weniger, aber ich glaube, da kommt uns im Laufe dieser drei Bücher noch sehr Interessantes auf uns zu. Ja, mein Resümee zu diesem Buch bzw. zu den Büchern ist erstmal, dass es unglaublich schöne Bücher sind, und als ich in Leipzig auf der Buchmesse den Sternensand Verlag besucht habe, ist mir sofort dieses Wappen aufgefallen und ich musste sofort mal den Buchrücken, hier den Klappentext lesen. Und das lese ich euch jetzt auch mal vor. Mia ist 16 und hat diese seltsame Gabe. Sie kann Gefühle lesen und jeden Menschen in ihrer Umgebung sofort als Neider oder Lügner entlarven. Was sich nützlich anhört, ist im Alltag eine Bürde. Mia ist eine Einzelgängerin, die mit erschreckender Regelmäßigkeit gegen Straßenlaternen läuft, weil sie sich unter vielen Menschen kaum konzentrieren kann. Als sie sich eines Tages verfolgt fühlt, beginnt eine Verkettung seltsamer Zufälle, die ihr Leben aus der Bahn werfen. Das sind auf einmal diese Monster und der Junge mit dem Bogen über der Schulter, der für einen Helden viel zu viel flucht.
Als am nächsten Tag auch noch der schönste Mann der Welt bei ihr zu Hause auftaucht und sie bittet, auf sein Internat zu wechseln, steht fest, dass bald nichts mehr so sein wird wie früher. Vielleicht gibt es sogar Engel und Dämonen, aber das kann Mia nur herausfinden, wenn sie sich auf ihr Schicksal einlässt und eine Ausbildung zur Wächterin beginnt. Ja, ich kann nur sagen, ich war von der Geschichte erstmal wirklich, wirklich begeistert. Sehr viel Fantasie, unglaublich sympathische und interessante Charaktere mit sehr, sehr vielen Facetten. Geheimnissen, die es zu ergründen gibt, eine sehr, sehr sympathische Protagonistin mit Mia, wirklich, wirklich interessante Bösewichte, die sind in einer Geschichte auch immer sehr wichtig und was ich immer toll finde, wenn solche Bösewichte nicht so gleich auftauchen, sondern mal erst ihre Schergen. Und ja, so ist es hier auch ein bisschen. Dieses drohende Unheil, das hier so heraufzieht, das macht das alles irgendwie wirklich, wirklich lebendig. Jasmin Romana Welsch hat das Buch oder die Bücher, ich denke mal die Bücher, ich habe ja bisher den ersten Teil gelesen, aber es ist wirklich, wirklich sehr gut geschrieben, wirklich fesselnd geschrieben, alles ist sehr stimmig, alles ist sehr im Fluss, es ist überhaupt auch ganz toll und flüssig zu lesen, überhaupt nicht hakelig. Das finde ich immer gut. Und ich bin wirklich, wirklich sehr begeistert von diesem ersten Teil von Kriege des Lichts. Alles in allem bin ich mir sicher, dass es wohl noch ein ganz kleines bisschen Luft nach oben gibt. Deswegen würde ich jetzt mal sehr gute 13 von 15 Punkten geben. Das ist in Sternen immer noch 5 Sterne. Aber wie ihr wisst, ich mag es ein bisschen genauer. Deswegen 13 mit Tendenz nach oben. Also das ist sehr knapp. Also eine absolute Leseempfehlung und empfehle ich euch mal, schaut mal auf die Verlagsseite des Sternensand Verlags. Ich bin nämlich wirklich, wirklich hin und weg von diesem Verlag, in dem so tolle Bücher verlegt werden. Ich habe ja schon eines gelesen, nämlich Streune. Und das hat mich auch schon so sehr begeistert. Wobei ich gerade merke, ich habe auch über das noch keine Rezension gedreht. Aber ich glaube, ich werde es noch nachholen. In diesem Sinne, schaut mal unbedingt auf die Seite vom Sternensand Verlag. Dort gibt es noch mehr von Jasmin Romana Welsch. Und lest mal ein Buch von diesem Verlag. Ciao.